Die Migrations- und Asylpolitik der EU ist gescheitert. Die Mitgliedstaaten hatten Jahre, um sich zu einigen. Einig sind sich PolitikerInnen fast aller Lager, aber nur in diesem Punkt. Die Lage ist noch verfahrener geworden, seit den großen Migrations- und Fluchtbewegungen von 2015 und 2016. Aber wie ist das passiert? Viele Migranten sterben auf dem Weg über das Mittelmeer. 896 Menschen alleine im ersten Halbjahr 2021. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Seit 2014 sind geschätzt 20.000 Menschen niemals angekommen. Viele wurden nie gefunden. Manche wurden tot geborgen und beerdigt, oft in anonymen Gräbern, wie hier auf der italienischen Insel Lampedusa. Und das passiert, obwohl Schiffsbesatzungen laut Völkerrecht verpflichtet sind, Menschen in Not zu helfen. Punkt. Egal, um wen es geht und warum ein Schiff in Seenot ist. Einzige Ausnahme, die Retter würden sich selbst in Gefahr bringen. In den vergangenen Jahren hat die EU ihre Such- und Rettungsaktionen im Meer drastisch eingestampft. Die einzigen offiziellen EU-Missionen werden von Frontex angeführt. Aber zu Frontex kommen wir später noch. Im Moment retten vor allem NGO-Boote Migranten aus dem Mittelmeer. Die Seenotretter dürfen in vielen Häfen nicht andocken. Deshalb müssen Migranten oft tagelang auf See ausharren. Den NGOs werfen Kritiker zwei Dinge vor. Erstens, dass sie mit Schmugglern zusammenarbeiten und Menschenhandel unterstützen. Beweise gibt es dafür keine. Und dann noch zweitens, dass sie dazu beitragen, dass sich mehr Menschen von Nordafrika aus auf den Weg in die EU machen. Ein Argument vor allem von Konservativen und Rechten. Es gibt nicht genug Daten, um das komplett zu belegen oder zu widerlegen. Aber die meisten Studien zeigen, Krieg, politische Verfolgung und extreme Armut sind stärkere Gründe für Migration als die Aussicht auf eine bessere wirtschaftliche Lage. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex bekommt mehr und mehr Verantwortung. Bis 2027 soll die Truppe auf 10.000 anwachsen. Gleichzeitig soll das Budget der Agentur auf jährlich 900 Millionen Euro steigen. 2006 waren es noch 19 Millionen Euro. Frontex soll damit die größte und am besten finanzierte EU-Agentur werden. Und trotzdem gilt sie im Moment als höchst ineffizient. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs von Juni 2021 bescheinigt Frontex, nicht in der Lage zu sein, seine Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem die Ankunft von MigrantInnen und Geflüchteten in der EU zu managen. Der Bericht besagt, dass Frontex die EU-Staaten nicht wirksam genug unterstütze, um illegale Einwanderung und grenzüberschreitende Kriminalität zu stoppen. Wo wir schon von Kriminalität sprechen, du hast vielleicht von sogenannten Pushbacks gehört. Das ist ein politischer Begriff für das Zurückdrängen von MigrantInnen an den EU-Außengrenzen. Das Ding ist, Pushbacks sind innerhalb der EU illegal. Weil alle, die den Fuß auf den Boden der Europäischen Union setzen, haben normalerweise das Recht, Asyl zu beantragen. Frontex wird vorgeworfen, in illegale Pushbacks an der griechisch-türkischen Seegrenze verwickelt gewesen zu sein. Und Recherchen des Magazins Der Spiegel deuten darauf hin, dass die griechische Küstenwache Geflüchtete aufs offene Meer zurückgeschleppt hat. Deshalb läuft seit November eine offizielle Untersuchung gegen Frontex. Die Zusammenarbeit der EU mit Libyen gilt als mehr als fragwürdig. Sea-Watch hat ein Video veröffentlicht, das laut der NGO zeigt, wie die libysche Küstenwache auf ein Boot schießt, in dem Migranten sitzen. Der Shooting. Ja, der Shooting. Du fragst dich vielleicht, warum ist das jetzt ein Problem für die EU? Ganz einfach. Die libysche Küstenwache wird mit EU-Mitteln finanziert und ausgebildet. Mit dem Ziel, Migranten abzufangen und nach Libyen zurückzubringen. Die EU nennt das Grenzmanagement. Libyen ist ein Land, in dem Krieg herrscht. MigrantInnen landen oft in Lagern, wo ihnen Folter und Missbrauch drohen. Nicht unbedingt das, was man sich jetzt unter europäischen Werten vorstellt. Letztes Jahr ist Moria abgebrannt, das wahrscheinlich bekannteste Flüchtlingslager Europas. Das Camp auf der griechischen Insel Lesbos war massiv überfüllt und stand massiv in der Kritik wegen katastrophaler Zustände, vor allem während der Pandemie. Dabei war Moria eigentlich mal als Modell gedacht, ein sogenannter Hotspot.
Dort sollten Asylanträge in ein paar Wochen bearbeitet werden. Und wer dann kein Recht auf Asyl in der EU hat, sollte in die Türkei geschickt werden. Als Teil des EU-Türkei-Abkommens von 2016. Gut hat das nicht geklappt. Viele haben Monate oder Jahre lang auf einen Bescheid gewartet. Seit dem Brand in Moria sind einige Menschen in andere EU-Staaten gebracht worden. Aber für die Tausenden im Nachfolgecamp Kara Tepe ist die Lage weiter hart. Asylanträge sind über das sogenannte Dublin-System geregelt. Das bedeutet, dass Menschen in der Regel in dem Land Asyl beantragen müssen, in dem sie zuerst EU-Boden betreten. Das sind natürlich vor allem die Länder an den EU-Außengrenzen, vor allem im Süden der Union. Eine faire Verteilung der Menschen auf die EU funktioniert nicht, weil manche Länder gar keine Asylsuchenden aufnehmen wollen. Na klar, viele sagen, das ist ungerecht. Na klar, sagen viele auch, das System muss geändert werden und dass es schon vor Jahren hätte passieren müssen. Tatsächlich hat die EU-Kommission letztes Jahr einen neuen Vorstoß gewagt. Seitdem tut sich aber nichts. Einer der wenigen Punkte, wenn nicht der einzige, auf den sich die EU-Staaten einigen können, ist, dass die Außengrenzen geschützt werden müssen und dass mehr Zusammenarbeit mit Nicht-EU-Staaten her muss, um Migration einzudämmen. Aber die Kontrolle über ihre Grenzen auszulagern, macht die EU abhängig von anderen. Und letztlich läuft es darauf hinaus. Die Migrations- und Asylpolitik der EU ist gescheitert, weil ihre Mitgliedstaaten sich nicht auf eine einigen können.